Gut. Zweite Geschichte. Irmgard, die schönsten Adas, die es gibt. Wer sonst? Ich würde mal behaupten, mit die effektivsten Adas, die es gibt. Die Dankes- und die Lobesadda. Ich erlebe immer wieder, dass der Patient oft, gerade der Deutsche, wahnsinnig problemorientiert ist. Also eine gute Therapie muss schrecklich sein, sie muss wahnsinnig teuer sein, sie muss lange dauern, ich muss weinen, ich muss schreien, ich muss an alle Traumata ran und wenn ich irgendwie 3 Analysen hinter mir habe und 5 Jahre nur geweint habe, dann darf ich irgendwann mal das erste Gefühl von nachkatharischer Glückseligkeit spüren. Hört sich jetzt ein bisschen albern an, aber erlebe ich als auch eine deutlich typisch deutsche Therapiementalität. Sind meine Griechen ganz anders, sind meine Indianer ganz anders, wenn der Chief so macht und die 20-jährige Depression ist in Ordnung, sagt auch keiner, es war nicht wert. Der kriegt trotzdem seine 6 Ponys dafür. Ich erlebe immer wieder, dass Leute monatelang attern, 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 ein Problem nach dem anderen, weinen, kotzen, zucken, fluchen, schreien und es passiert überhaupt nichts. Dann schicke ich sie zu Reik zum Testen und Reik testet mir, hatten wir letztens so einen Fall, 6-mal Dankes Atta a 5 Minuten. Der Patient: Wem soll ich danken? Es gibt nichts zu danken. Unser geistiger Lehrer bei Warmers hat gesagt, Dank ist die stärkste schöpferische Kraft, die es gibt. Das, wofür ich danke, quadratiert sich. Man kann seine Melancholie hinweg danken und man kann sie auch in die Quadratierung hinein manifestieren, indem man jedem erzählt, wie schrecklich es einem geht. Es gibt Menschen, die testen opferorientierte Festhaltetherapie. Wunderbar, dann sollen sie die machen. Wenn aber jemand Dankesatta testet, dann heißt es, er soll mit der Kraft des Dankes arbeiten und nicht des Jammers. Was Jammern macht, apropos Schlammschatten etc., werde ich an diesem Tage nicht drüber sprechen, steht alles in den Atta-Briefen und bei Carlos Castaneda. Wir werden jetzt, oder ich darf jetzt mit Irmgard getestet, 3 Minuten Dankesatta machen und danach eigentlich eine Atta, die ich persönlich fast noch schöner finde. Ich bin also überhaupt nicht emotional neutral. Nämlich die Lobesatta. Mein Lieblingshomöopath, der Arthur Lutz, ist mal gefragt worden, wie funktioniert Homöopathie? Hat Arthur Lutz gesagt, weiß ich nicht. Es ist uns in diesem Leben nicht gegeben zu wissen, sondern zu loben und zu danken. Arthur Lutze war ein Avatäter. Wahrscheinlich war der deswegen so erfolgreich, weil, einfach so eine Haltung. Es ist uns in diesem Leben nicht gegeben zu wissen, warum weiß ich nicht, aber ich lobe und ich danke für dieses Herrliche, was mir da erscheint. Wenn das wirklich ein Mensch macht, dann ist der Regenbogen fast nicht mehr zu verhindern.